Es ist eine Ehre, dass meine Liebste da ist, dass mein Liebster da ist, dass sie nicht vom Acker geht oder er, sondern dass dieser Mensch an unsere Liebe glaubt. Und dann brauchen die Paare, das ist zum Weinen, wenn ich in deine Augen gucke, wir wissen beide, wovon wir reden. Das ist Schüler der Liebe zu sein, Schülerin der Liebe zu sein, der größten Kraft des Universums. Frank, du sagst jetzt etwas sehr, sehr Kluges. Also ich sage etwas Ähnliches, jetzt in einfach zerbröselt. Was ist denn eine heilige Beziehung? Das ist ja Freundschaft plus Leidenschaft. Und das heißt nichts anderes wie Respekt im Alltag und gleichzeitig die Säule des Körperlichen, sonst hast du ja vielleicht einen besten Freund, allerdings du bist ja nicht sexuell miteinander. So, jetzt sagst du sehr, sehr weise, nicht nur die untere Ebene, nicht nur Sexualität, sondern Sexualität ist immer mit Würde gepaart, also mit diesem respektvollen, würdevollen Miteinander. Wie gelingt das denn den Menschen heute, gibt es vielleicht praktische Tipps oder Ähnliches, um die Sexualität neu zu erfahren, wie du sie siehst? Also ich arbeite ja sehr, sehr viel auch mit Paaren und auch immer mehr mit Paaren. Und da ist oft das Erste, dass auch heute in unserer Zeit Sexualität in einen größeren Rahmen eingebettet werden muss. Weil oft ist natürlich gar nicht die Herausforderung nur sexuell, sondern sie ist emotional. Dass es aus dem Ungeheilten in dem Mann, in der Frau, in dem Mann, gibt es Verwundungen. Wir sind ja im Nervensystem, im Körper, in unseren Seelen, Herzen unglaublich empfindsame Menschen. Und zugleich leisten wir jeden Tag in unserer Gesellschaft, Wirtschaft, dort, wo wir unsere Frau, unseren Mann stehen, unheimlich viel. Und deshalb braucht es zunächst mal zwei Säulen, die ein Dach tragen. Das ist mein erstes Bild von Khalil Gibran für eine lebendige Beziehung. Und das heißt auch ganz oft aus der Symbiose, wie die Frau, wenn wir jetzt über Mann-Frau reden und den Mann wieder in den eigenen Raum einladen. Viele Paare haben das ganze Grenzthema. Es lehrt ja keine Schule, keine Universität. Wir haben ein Recht auf Eigenraum, sonst bin ich kein guter Partner. Also es fängt ganz simpel bei der Selbstliebe an. Ich komme jetzt gerade vom Paartraining auf dem Schlüsselhof. Am Ende waren die Paare, der ganze Raum war voller Liebe. Das ist aber auch eine harte Arbeit mit Paaren. Warum? Weil die Verwundungen, die sind einfach sehr groß und die liegen oft über dem Sex. Viele hoffen natürlich, dann mache ich Slow Sex, dann mache ich Tantra, dann mache ich das und dann kann ich das überspringen. Aber das ist in langen, committeden Partnerschaften, meine bescheidene Erfahrung, einfach nicht möglich. Sondern wir müssen Gefährten der Liebe sein. Zwei Säulen, die ein Dach tragen. Und dann sehe ich immer als Frau und Mann, was lege ich in unser Heilungsgefäß? Eine Beziehung ist das machtvollste Heilungsgefäß, was wir haben. Und dafür müssen wir nackt sein. Ich meine nicht nur körperlich, sondern auch im Herzen, im Gefühlskörper und auch in unseren verbliebenen Gedankenmustern. Und da höre ich von den Frauen so oft, ich will nicht mehr mitspielen, ich will nicht mehr auf Knopfdruck feucht werden, will nicht immer die Performance von irgendwelchen Pornos oder Hochglanzmagazinen oder was eine Frau angeblich macht, multiorgasmisch. Und von den Männern höre ich auf ihre Art, hey, ich bin so müde, lange steif, noch mit Tabletten nachhelfen, die Erektion zurückhalten, der toller Liebhaber sein, multiorgasmisch. Diese Müdigkeit, die muss wieder sich entspannen dürfen. Dafür ist es nötig, dass wir wieder Würde, Respekt, was du gesagt hast, erstmal lernen, uns zu verneigen und zu sehen, es ist eine Ehre, dass meine Liebste da ist, dass mein Liebster da ist, dass sie nicht vom Acker geht oder er, sondern dass dieser Mensch an unsere Liebe glaubt. Und dann brauchen die Paare, das ist zum Weinen, wenn ich in deine Augen gucke, wir wissen beide, wovon wir reden. Das ist Schüler der Liebe zu sein, Schülerin der Liebe zu sein, der größten Kraft des Universums. Und dann brauchen wir eine Beziehung zum Wesen, zur Seele unserer Frau, unseres Mannes. Weil am tiefsten Punkt haben wir natürlich mit einem Körper Sex, aber in weit haben wir mit einer Seele Sex, wie ich es am Anfang gesagt habe. Und so findet diese Begegnung eines liebenden Paares, was zusammen den Weg der Liebe geht, immer auf den vier Ebenen statt. Es ist erstmal uns zu erkennen, wie es Dostojewski gesagt hat, einen Menschen zu lieben heißt, ihn oder sie so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Und dann stelle ich die Paare kompromisslos hintereinander. Ist niemand mehr zum Streiten da. Jede Frau der Welt möchte von ihrem Mann gehalten, gefühlt, so angenommen sein, wie sie ist.
Und jeder Mann der Welt möchte, dass seine Frau sich hinter ihn stellt, ihn erkennt, das Gute in ihm sieht, seine gute Absicht, ihn hält, dass er auch weich, sanft sein kann, neben seiner ganzen wilden Stärke, genauso wie die Frau so große Stärke hat. Und dann ist die Begegnung im Herzen, es ist die Begegnung auch im Geist, also Kommunikation ist unglaublich wichtig, die Worte, dass wir, ich bin ja, Marshall Rosenberg war ja einer meiner wichtigsten Lehrer, ich lehre ja auch gewaltfreie Kommunikation, Ich-Botschaften, das alles wieder auseinanderzuziehen, die ganzen Fettnäpfchen, du hast und du müsstest und wie kannst du nur, stopp, wenn ich sie anbrüllen muss, ich stoppe die Paare dort, wo ihre Hauptbrandherde sind und sage, hör auf damit, du ruinierst deine Liebe. Und dann kommen sie zu sich. Und dann, sagen wir mal, gibt es natürlich auf der körperlichen Ebene unglaublich viel zu lehren und zu lernen. Welche Schule, welche Kultur lehrt über die erogenen Zonen des weiblichen Körpers, des männlichen Körpers? Wo hören wir über die Vagina, die Lingam-Typen, wie weit die Klitoris am oberen Vagina entfernt ist, der G-Punkt? Über die Verehrung des Lingams. Das ist ja, wir haben zwar tonnenweise Pornoseiten, aber ich kenne genug Leute hinter den Kulissen, die im Pornofilm mitgespielt haben, die pfeifen sich 2-3 Tabletten rein und dann ist der Ständer perfekt und dann wird halt wieder, ich sag's mal ein bisschen frech, gehoppelt und das war's dann. Aber das ist ja nicht das wirkliche Leben, sondern so ist es manchmal und wenn es so ist, dann ist es toll, toll. Aber dahinter ist ja eine Menge Sanftheit, eine Menge Gefühl, was alles wieder mitgenommen werden möchte. Also es ist eine ganze Kultur der Sinnlichkeit, der Sexualität in einer Beziehung wieder zu lernen. Es braucht Zeit, es braucht Güte, kein Druck. Eine Blüte kann sich nicht unter Druck öffnen. Eine Blüte öffnet sich aus sich heraus und gibt dann ihre Schätze, ihre Schönheit, ihre Farben und ihren Duft. Und so ist es erst recht, wenn ich verstehe, wer meine Frau und mein Mann ist, dass ich dann, sagen wir mal, mich tiefer in ihre Mokassins lerne zu stellen, in seine Mokassins, in ihre Haut, in seine Haut. Und dann wird die Liebe etwas ganz anderes. Ich verstehe, dass ich auch du bin und du bist auch ich. Und ich verstehe, alles, was ich dir schenke, schenke ich auch mir selbst. Und was ich meiner Frau oder meinem Mann schenke, schenke ich auch mir selbst. Oder schenkt er sie sich selbst. Und so wird dann Liebe, wir beide glauben ja an die Macht der Liebe. Das ist ja nun mal die größte Kraft des Universums, du und ich und viele andere. Und wir brauchen im Moment jede Frau, jeden Mann auf der Erde, die kompromisslos für die Liebe steht, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und das ist für mich das größte Abenteuer, als jemand, der schon lange brennt für die Liebe, dass es in unseren Beziehungen und Freundschaften ist die Liebe unser größtes Licht. Sie ist unsere größte Lehre. Wunderschön, wunderschön. Wie schön, dass du bis zum Ende geschaut hast. Zwei kurze Dinge. Damit du auch weiterhin von diesem spannenden Erfolgswissen profitierst, kannst du hier den Kanal abonnieren und bekommst einen nagelneuen Videokurs im Wert von 99 Euro passend zu diesem Thema von mir als Geschenk hier. Der Erfolg ist in dir, dein Maxim Mankiewicz.